Ja, ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Doom 3. Ja, in der letzten Folge, was haben wir gemacht? Wir sind hier so ein bisschen rumgetappt, kamen hierher. Und kamen wir hierher? Oder kamen wir daher? Ich weiß es gerade. Ach nee, wir müssen hier lang, genau. Ja, was soll ich großartig sagen? Es ist jetzt schon wieder lang her, dass ich gespielt habe. Ich schaffe das leider nicht immer jeden Tag eine Folge rauszuhauen. Diese Woche war sehr, sehr viel los. Ich werde das hoffentlich in Zukunft bessern. Ja, und was soll ich großartig sagen? Der erste Advent ist vorüber. Und ja, was habt ihr denn für einen Adventskalender? Was habt ihr da so Schönes drin? Ich habe ja so einen Lotterielos-Adventskalender bekommen. Super. Ich weiß, jetzt müssen wir erstmal einen anderen Zugang hier suchen. Ja, also ich habe so einen Lotterielos-Adventskalender bekommen. Und das Lustige ist, ich habe schon ganze 50 Cent gewonnen. Wow. Ja, und ich hoffe, es werden noch viel, viel mehr. Also 50 Cent ist ja eigentlich gar nichts. Das reicht noch nicht mal für McDonald's. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier rein. Ich versuche jetzt zwischendurch mal so ein bisschen schneller zu spielen, also dass ihr euch quasi hier nicht langweilt, wie sonst was. Ich glaube, ich muss aber da rein. Also hier rein jetzt. Mit einem Crouch-Jump, der mir natürlich wie immer nicht gelingen will. Bin ja nicht so ein, Shooter-Spieler. Ja, dann wollen wir mal hier rumgucken. Ja, anscheinend müssen wir doch hierher. So. Ja. So, eben kurz Quicksave. Zack. Hört sich an, als ob da gleich wieder was kommt. Ja, nochmal Quicksave. Da gehen wir einfach durch die Tür, fertig. Ach, hier waren wir ja schon mal drin, genau. Ich erinnere mich. Machen wir trotzdem. Quicksave, altbekannt und hat sich bewährt. Ja, und ja, wir waren ja vorhin bei Adventskalendern und Gewinnen und bla bla bla. Ja, was wünscht ihr euch denn dann noch so Schönes zu Weihnachten? Ich meine, das steht ja auch bald vor der Tür. Ja, jetzt fängt es ab und zu wieder an zu ruckeln. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu extrem. Also ich wünsche mir ehrlich gesagt gar nichts mehr zu Weihnachten, weil irgendwie, weiß nicht, wüsste jetzt nicht was unbedingt. Weil ich mir das meist eben selbst ganz gerne kaufe. Und deshalb immer, ja, Geld möchte. Ja, kommen wir doch da nicht rein. Der zweite bringt mich hin. Fuck. So. Genau. So, wie sieht das denn bei euch aus? Kauft ihr euch das lieber selber oder lasst ihr euch beschenken? Ich versuche hier ein bisschen mehr zu quatschen. Das ist, ich habe das Gefühl, dass immer, ja, zu still, wenn ich hier zocke. Das möchte ich euch ja jetzt auch nicht unbedingt antun, dass ihr euch hier reinzieht, wie ich einfach nur hier durchlaufe und nichts sage. Nochmal Quicksave. Scheiße. Ah! Okay. Wir gehen mal eben kurz zurück. Ich speichere das jetzt trotzdem einfach mal. Delta Labs, where Union Aerospace is opening all new opportunities in research and development. Ich weiß, ich habe da gerade alles drin verballert.
aber hier habe ich ja noch ein bisschen was liegen. So, nochmal Quick Save. Ja. Zack. Und jetzt geht das auch wieder. Bloß Muni bräuchte ich natürlich mal wieder. Das wäre super. So, ich hoffe, hier kommt jetzt nichts mehr runter. Das sind dann immer so Stellen, wo ich dann keinen Bock habe, weiterzulaufen. Aber ich muss sagen, Doom 3 ist halt von allen Doom-Teilen schon das mit diesen, was so am meisten abgeht, also mit diesen meisten Schreckensmomenten und so. Ich habe das bis jetzt auch nur bei wenigen Spielen gehabt. Ja, was habt ihr denn so für Horror-Shooter schon gespielt, wo ihr sagt, einmal und nie wieder? Ich glaube, das hier ist einer davon. Weil ich wirklich nicht so ein Shooter-Spieler bin. Also. Ah! Gut, dass ich nicht sehe, die Arsch. Ne? Hätte ich mal mitrechnen sollen jetzt. Ja. Wer den ersten und zweiten Teil gespielt hat, der weiß halt, dass das. Also dass diese Horrorpassagen viel, viel, viel geringfügiger sind. Also viel weniger vorhanden sind. Was ich jetzt mal darauf schiebe, dass damals das Ganze halt nicht so extrem möglich war, weil so ein Pixelsalat und dann im Dunkeln, da siehst du wahrscheinlich nicht viel. So, nochmal Quicksaven hier. So. Ich habe heute einen erstaunlich guten Lauf, kann das sein? Ja, und da möchte ich eigentlich ungern da rein. Habe ich nicht gerade irgendwo Schritte gehört, die nicht meine waren? Sieht sehr nach Arena-Kampf aus. Ich glaube, darauf wird es auch gleich hinauslaufen. Ich wette, ihr lacht euch alle so richtig kaputt über mich. Zack, das ist schon mal okay. Ja. Quick Save. Zack. Ah, schade, cool, sich das Glas. Super. Dann wollen wir so weiterlaufen. So, wir stellen uns jetzt einfach erstmal hier rein. Nehmen mit, was wir kriegen können. Scheiße. What the fuck? Die zerfetzen jetzt voll. Aber zum Glück ist genau das nicht passiert. Oh, ey, Mann, 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 ich werde wirklich alt hier. So, Quick Save. Ich habe Angst, dass von da jetzt irgendwas kommt. Ich rechne mit allem hier in dem Spiel. Sieht übrigens sehr schön aus. Also, haben sie gut gemacht. Ja. Das war es dann wohl mit dem Thema Weihnachten und Weihnachtsgeschenke. Hier kriege ich das wahrscheinlich nicht mehr wirklich unter. Zumindest nicht jetzt, also wenn dann irgendwann anders. Wenn es mal ein bisschen ruhiger hier zugeht, also wirklich ruhiger. Wenn wir zum Beispiel dann wieder so einen kleinen Roboter an unserer Seite haben, dann geht das schon eher. Ja.
Ja. Jetzt. Aha. Oh Mann, what the fuck. Damit habe ich jetzt wieder gar nicht gerechnet, also. Ja. Ja. Jetzt hätte ich gerne noch einen zweiten Monitor, um zu gucken, wie lange ich überhaupt schon wieder dran bin. Ja, die gehen ja noch. Die sind ja noch halbwegs cool. Wobei, wäre ich da jetzt einfach reingelaufen, hätte mich wahrscheinlich auch gehabt. Speichern. Mann. Da sieht es aus, als ob wir da irgendwo rein können. Da können wir auf jeden Fall rein. Okay, jetzt ist das Spiel wieder. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt, also wirklich nicht. Ich habe hier nichts im Hintergrund an. Ich verstehe es nicht, sonst ging es ja auch immer ganz gut. Ja. Ich würde sagen, dann belassen wir das dabei. Ich hoffe, das ist jetzt lang genug, die Folge. Ansonsten werde ich gleich nochmal danach aufnehmen, das Ganze dann mit reinschneiden, die Tonspur. Aber so ist das dann ein bisschen, ja, weiterhin aufnehme. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. So, jetzt aber. Tschüss.